Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, von dem, der da war und von dem, der da kommt. Heute von dem, der da kommt, in unsere Stadt rein. Was würde Jesus heute sehen, wenn er sich vorbereitet hätte, wenn er sich ein Reittier besorgt hätte, wenn seine Jünger alles vorbereitet hätten und seine Jüngerinnen sich schon richtig gefreut hätten? Was würde er sehen, wenn er durch unsere Stadt reinreiten würde, durch unseren Ort, durch unser Dorf, durch unsere Gemeinde? Wie würde unsere Gemeinschaft für ihn aussehen? Er würde ganz viele Leute sehen, die ganz großen Abstand halten. Viele Leute mit selbstgenähten Masken dieser Tage, die aus Solidarität tragen mit anderen und auch aus Notwendigkeit. Und Jesus würde vielleicht auch das sehen, was wir zugesandt bekommen haben, nämlich ganz, ganz viele Zeichen der Hoffnung, die in den letzten 2 Wochen in der Öffentlichkeit sichtbar geworden sind. Und jetzt warten wir auf das erste Bild. Es entstammt aus unserer Konfi-Challenge. Eine Konfirmandin aus Siemensstadt, die auch hier mit dabei ist, wenn ich das richtig gesehen habe, hat diese wunderbare Hoffnungsskulptur gemacht. Jesus hätte diese Skulptur sicherlich gemocht. Im Mittelpunkt der Skulptur steht das Kreuz, aber es ist kein totes Kreuz. Es ist sofort umrahmt von Leben und von Buntem und von Farben. Und da ist ganz viel Ostern mit dabei. Und dann ist das Bild ein Bild, was für mich Zusammenhalt und Verbundenheit zum Ausdruck bringt. Zusammen steht da schon. Und auf der linken Seite, das hat mich besonders berührt, ist die gesamte große Familie mit den Großeltern. Also alle, die jetzt zusammen sein wollen, aber gerade die nicht zusammen sein können. Vor allen Dingen die Familien und die Großeltern sind gerade getrennt. Und das empfinde ich auch als sehr schmerzhaft. Ich kann im Moment meine eigenen Eltern auch nicht besuchen. Das ist auch nicht angeraten. Jesus sähe solche Zeichen von Verbundenheit und würde denken, es ist nicht alles vorüber, die Stadt ist nicht verlassen. Es gibt noch Farbe, es gibt noch den Wunsch nach Zusammensein und es gibt solche Skulpturen, solche Zeichen der Hoffnung überall. Da kommt schon das nächste Bild, das uns zugegangen ist. Es hat eine Konfirmandin aus dem Konfi-Projekt Mittenwalde Motzen gestaltet. Als ich das Bild gesehen habe, habe ich gleich an Leichtigkeit gedacht, an Fröhlichkeit. Mit ganz einfachen Mitteln ist da ein wunderschöner Engel gestaltet. Auch ein Origami-Vogel und ein Schaf, denken wir. Aber sofort in den Blick fällt dieser Engel. Er breitet die Arme aus und ich denke, das ist doch eine Segensgeste. Segen, das kann man nicht oft genug sagen, ist Gottes Versprechen. Gottes Versprechen, bei uns zu sein in den schönen und aufregenden Stunden und in den schweren Stunden unseres Lebens. Dieses Versprechen, das gilt, auch ohne, dass jemand einen Segen spricht oder die Arme ausbreitet. Aber Gottes Versprechen, dass Segen da sein wird, das ist immer da besonders wirkungsvoll, wo wir Menschen es einander weitersagen, wo wir anderen von diesem Versprechen erzählen. Und das macht dieser Engel mit seiner Segensgeste. Er sagt zu, Gott ist da. Und wenn ich mir so vorstelle, wie Jesus in diese leere Stadt kommt, und daran vorübergehen, da hätte er sich sicherlich gefreut. Ich hätte mich gefreut, wenn ich daran vorbeigegangen wäre. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich gar nicht wüsste, dass das zu einem Konfi-Projekt gehört, dass das eine Aufgabe war, dann würde ich mich wahrscheinlich noch viel mehr freuen, mich fragen, wo das herkommt und wer mir das geschickt hat. Ich denke, Segen weitergeben und von Gottes Versprechen erzählen, jemandem eine Freude machen. Das können wir, Konfi-Projekt hin oder her, als unsere Aufgabe betrachten. Anderen zu erzählen, Gott ist da, egal wie es dir geht, immer. Und das ist ein Versprechen, so wie dieser Engel. Das kann unsere Aufgabe sein. Und manchmal sind es vielleicht die ganz kleinen Dinge, die wir tun und gestalten und später fällt es jemandem auf und diese Person freut sich darüber.
Dazu passt auch das nächste Bild. Das ist uns gestern Abend noch zugegangen. Auch ein Hoffnungsengel, ein ganz anderer. Der hat nicht wie der erste die Arme ausgebreitet. Aber ich will trotzdem was zu diesem Engel sagen. Diesen Engel hat eine Konfirmandin aus Ludwigsfelde gestaltet und die Konfirmandin an sich kenne ich gar nicht. Aber ich kenne ihre große Schwester, Nathalie. Die ist bei uns Teamerin im Kirchenkreis. Und die ist ein ganz besonders liebevoller und gebender Mensch, die auf andere achtet. Ein sehr positiver Mensch. Und wenn ich das über Nathalie weiß, dann weiß ihre kleine Schwester, die die Hoffnungsskulptur gestaltet und ihr geschenkt hat, das ganz sicher auch. Und so gilt, glaube ich, was schon ganz früh in der Bibel steht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das, was ihr gebt, das wird an anderen wirkungsvoll. Und es kommt etwas zurück. Das glaube ich ganz, ganz fest. Dass der Segen, den wir von Gott weitergeben, auch bei anderen etwas auslöst. Und dass sie es weitergeben oder zurückgeben. Was wir jetzt weitergeben und was wir teilen müssen, das finde ich in dieser Skulptur von einem Konfirmanden aus Siemensstadt besonders eindrücklich und besonders aufwendig dargestellt. Wir geben Segen weiter, aber wir müssen auch damit rechnen, dass es demnächst so sein wird, dass wir mehr verzichten müssen, was auch unsere Ressourcen angeht. Und was mich an dieser Skulptur besonders begeistert, ist, wie unglaublich viel von den Sachen, die jetzt sehr kostbar und wertvoll sind, hier eingesetzt wurden. Sie und ihr seht vielleicht sofort, da ist links in der Hand das kostbare Desinfektionsgel, sogar noch eine volle Flasche, eine echte Schutzbrille, eine echte Atemschutzmaske. Der Kopf ist aus Toilettenpapier, das ist der wertvollste Rohstoff und es gibt 1500 Witze darüber, die in den letzten Tagen und Wochen kursiert sind. Und dazu sind sogar noch schützende Handschuhe, Hygienehandschuhe mit eingebaut. Was wir jetzt teilen müssten, was aber auch in der Politik und international nicht geteilt wird, sind genau die Dinge, aus denen diese Skulptur besteht. Die Dinge, die schützen. Es gibt einen Wettbewerb im Bieten darauf, wer diese Ressourcen haben darf. Und ich finde es besonders toll, dass ein Konfirmand sagt, ich habe das alles zu Hause, aber ich benutze das, weil ich anderen eine Hoffnungskultur bauen will. Wenn andere Menschen genauso mit dem, was jetzt wertvoll ist, umgehen würden, dann hätten wir es viel einfacher und vor allen Dingen hätten es dann die Menschen einfacher, auf die es jetzt ankommt. Die Ärztinnen und Ärzte, die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die Menschen, die diese Krise wirklich an der vordersten Front austragen, die sind auf das angewiesen, was diese Skulptur ausmacht. Dieses Kostbare, dieses Wertvolle, müssen wir ihnen zur Verfügung stellen. Es reicht nicht, dass wir für sie applaudieren. Es muss Ressourcen geben. Es muss Kostbares eingesetzt werden, damit wir durch diese Krise kommen. Und ich mag besonders, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, den Hoffnungsschimmer, den der Ärmel links ausmacht. Da ist ein eins dieser Gummibänder mit einem positiven Spruch drauf. Da steht klar machen. Damit hat unser Konfirmand ein sehr positives Zeichen gesetzt. Wir müssen es klar machen und wir müssen uns vorbereiten darauf, dass wir in Zukunft auf verschiedene Sachen verzichten müssen und die unterstützen und unsere wertvollen Sachen für die einsetzen, die Leben retten. Und das finde ich in dieser Skulptur besonders zum Ausdruck gebracht. Es geht darum, Leben zu retten mit den Dingen, die jetzt wertvoll sind. Und Leben und das, was wir sonst gerne hätten, gilt es nicht abzuwägen oder zu sagen, die Wirtschaft muss weitergehen, wir müssen unbedingt wieder weitermachen. Jetzt ist erstmal dran, dass wir diese Ressourcen anschauen und gucken, wie wir Leben retten können. Ja, von dem ganz Realen zu etwas Virtuellem. Diese Hoffnungsskulptur ist ein kurzer Bildschirmmitschnitt und gleich sieht man etwas. Da steht Hoffnung.
Das ist im Rahmen eines Minecraft-Spiels entstanden. Ich weiß nicht, ob Sie und ihr alle Minecraft kennt. Minecraft, da kann man sich am Computer eine Welt bauen, eine Welt gestalten. Man muss graben und Baustoffe einsetzen, man kann Pflanzen pflanzen, die wachsen dann auch tatsächlich. Man kann Zäune bauen, Tiere in diese Zäune setzen, es wird hell und dunkel, es regnet. Hier hat eine Konfirmandin eine Minecraft-Welt gebaut, da steht Hoffnung. Und weil ich mehr als diesen kleinen Ausschnitt, den wir jetzt gerade gesehen haben, von diesem Minecraft-Ding kenne, weiß ich, dass dort, wo die Tiere sind, ein Wolf und mehrere Schafe und auch ein Schwein leben. Und die Konfirmandin hatte natürlich Besorgnis, dass bei ihrer kurzen Bildschirmaufnahme zu sehen sein könnte, wie dann der Wolf eins der Schafe oder das Schwein frisst. Ist nicht passiert. Ist auch nach einem Tag nicht passiert. Immer wieder wurden bei dem Minecraft-Spiel die Schafe und Hühner und Schweine gezählt und der Wolf hat kein einziges gefressen. Wenn wir unsere Welt gestalten, nicht nur die virtuelle Minecraft-Welt, dann haben wir Erwartungen. Und manchmal haben wir auch sehr pessimistische Erwartungen, was passieren wird. Klar, der Wolf frisst die Schafe. Dieses virtuelle Bild zeigt uns, nicht immer werden unsere Erwartungen erfüllt. Weder die guten, noch die Befürchtung. Aber es ist ja ein bisschen so, wie als Jesus da eingezogen ist und die Leute gejubelt haben. Da waren auch Erwartungen am Start. Ganz gewaltige Erwartungen an diesen König, der da kommt. Jeder und jede kam mit den eigenen Erwartungen. Und dann, dann ist es alles doch irgendwie ein bisschen anders gekommen. Bei diesem Minecraft-Spiel hat die Konfirmandin den Modus, also so eine Einstellung, kreativ gewählt. Vielleicht, wenn man eine andere Einstellung wählt, würde der Wolf die Schafe fressen. Im Kreativmodus nicht. Zurück zu Jesus. Der zieht ein, wird bejubelt und begrüßt. Und die Leute erwarten einen König, so wie sie ihn sich vorstellen. Jesus ist, glaube ich, im Kreativmodus, um mal in dem Bild zu bleiben. Er hat eine Herrschaft im Sinn, wo Frieden und Gerechtigkeit, Gemeinschaft, Liebe und Glaube die Grundbausteine sind. Eine ganz andere Vorstellung und Erwartung von König sein. Ich hoffe und mache Mut, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen über Ostern hinaus, über Kontaktsperre hinaus, unsere Erwartungen immer auch mal wieder überprüfen lernen. Und ich hoffe für uns alle, dass es immer wieder so Erlebnisse gibt, wie die Konfirmandin sie hatte, die immer wieder die Schafe zählte und feststellte, der Wolf hat kein einziges gefressen. Das gibt's in unserem Leben, davon bin ich überzeugt. Und bei all dem, was wir jetzt schon gesagt haben, vom Geben, Weitergeben, Gemeinschaft, Verantwortung für andere, von unserem Weltgestalten, bin ich überzeugt davon, dass unsere Erwartungen immer wieder aufs Positivste überrascht werden können. Amen.